Schönen guten Morgen. Die Mountaineers sind heute in der Nähe vom Tegernsee. Haben heute wieder unser Kletterseil dabei. Das heißt, es wird heute unsere dritte Klettertour in Summe. Mit anderthalbstündiger Verspätung mehr oder weniger starten wir jetzt hier am Parkplatz. Wir hatten heute Morgen noch ein paar Probleme mit unseren Fahrzeugen. Das konnten wir jetzt Gott sei Dank dann noch klären. Ja, und eigentlich war es geplant, dass wir den Klettersteig, den Saleber Klettersteig machen. Aber da liegen noch so viele Altschneefelder, dass es gar nicht möglich ist, den zu machen. Der hat noch gar nicht geöffnet. Und dann haben wir uns einfach kurzfristig entschieden auf eine weitere Klettertour. So, vom Parkplatz zieht es sich direkt in Serpentin steil diesen Pfad hier nach oben. Und bei der Hitze, die wir jetzt schon haben, ja, ich glaube, ihr hört es. Es ist auf jeden Fall schon anstrengend genug. Ich bin momentan auch sehr dankbar dafür, dass der Weg größtenteils im Schatten verläuft und ab und zu mal so ein schönes, kühles Windchen kommt. Das tut echt gut bei der Hitze. So, wir passieren gerade die Sonnenbergalm Niederleger, also die untere. Und so, ich denke, so eine Dreiviertelstunde müssten wir dann bei der oberen sein, bei der Hochleger. Also, auch nach fast einer Stunde jetzt wird es immer noch nicht wirklich einfacher. Die Sonne brennt echt erbarmungslos nieder. Das Gewicht von unserer Ausrüstung zerrt ordentlich. Ist gerade ein Kampf, auf jeden Fall. Nach einer guten Stunde sind wir bei der Sonnenbergalm Hochleger angekommen. Und wendet man den Blick von der Sonnenbergalm auf den weiteren Wegverlauf, dann kann man den Buchstein und den Roststein sehen und die Tegernseer Hütte dazwischen. Sieht schon toll aus, wie wir jetzt hier den Pfad entlang laufen und rechts eben diese zwei Gipfel immer sehen können. Macht richtig Spaß. Von hier hat man jetzt schon einen schönen Ausblick. Einmal hier ganz unten der Leonhardstein. Dann da hinten diese Erhebung, der Risserkogel. Und das zackige nebendran links ist der Plankenstein. So, wir haben ein bisschen Mühe gehabt, den Einstieg zu suchen, aber jetzt haben wir es geschafft. Man kommt über den Klettersteig hier hoch. Normal würde der Weg jetzt hier weitergehen zum Roststein und zum Buchstein. Wir folgen aber jetzt hier diesen Steigspuren und das hier ist schon mal der Pfeiler, der Gamspfeiler, nicht Gamspfeiler, der Roststein Westgrat. Und da drüben, das sind die anderen Kletterrouten, da an der Platte. Und da geht es jetzt für uns hin. So, nach langem hat es jetzt doch mit dem Einstieg geklappt.
War jetzt doch am Anfang gar nicht so einfach. Wir waren ein bisschen zu tief erst für den Einstieg. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind ready to go. 3 Seillängen, 60 Meter, nicht schwerer als 4. Allerdings wird es die erste 4, die wir jetzt alpin machen. Die anderen Touren hatten jetzt ja den Schwierigkeitsgrad so noch nicht gehabt. Wir schauen uns das an. Die Vorfreude steigt und wir gehen jetzt an den Fels. Viel Spaß. So, erste Seillänge. Gleich mal gucken, wie man hier rumkommt. Vom ersten Stand muss man sich rechts halten. Man quert hier im Prinzip die Platte zu dem Baum, wo dann auch der erste Stand sein soll. Und auf dem Weg gibt es immer wieder Sanduhren mit Schlingen. Ich glaube, die erste kann ich da oben schon ausmachen. Zu der werde ich mich jetzt mal hinbewegen. Hier ist die erste. Also weiter rechts sieht man am glatten Fels eben auch einen Bohrhaken, aber der gehört nicht zu unserer Route. Ja, keine Ahnung, wo der dazu gehört. Aber es ist halt wichtig, sich dann nach der Topo zu halten, bevor man sich versteigt oder kreuz und quer klettert. Da oben sehe ich eine zweite. Die blaue, ja. Die sieht auch frisch aus. Im Vergleich jetzt zu der ersten hier. Und die dritte sehe ich auch und ich glaube, da oben ist schon der Stand. Also die Griffe und dritte sind gut. Das erste Stück haben wir jetzt gleich geschafft. Muss ich schon sagen, also auch hier so mit dem Blick nach unten. Versuch das mal mit aufzunehmen. Ist das nochmal eine ganz andere Art von Kletterei als das, was wir tatsächlich bis vorher jetzt gemacht haben. Luftiger. So, jetzt haben wir den ersten Stand erreicht. So, zweite Seillänge. Es geht entlang den sichtbaren Wasserrillen, immer so der Falllinie dann von der Route. Momentan kann ich jetzt nur bis zum ersten Haken schauen. Aber ich hoffe, dass wenn man über den Absatz da drüber ist, dass es doch dann gleich viel besser ausschaut. Ja. Ja, da merkt man, das ist halt jetzt eine 4. Thank you.
Also man kann sich immer hier so zwischen diesen Wasserrillen entlang hangeln und halt immer die Füße da reinhaken und sich mit den Händen eigentlich hochziehen. Also mit den Händen weitergreifen. Das funktioniert doch jetzt überraschend gut. Ja, das war doch mal echt. Also es ist schon mal ein bisschen was anderes. Also habe ich mich bei den letzten Routen noch darüber ausgelassen, dass es klettertechnisch jetzt nicht so anspruchsvoll ist. Bewegen wir uns hier auf einem anderen Level. Definitiv. So, zweite Seillänge für mich entlang der Rillen. Patrick hat es ja super toll vorgemacht. Dann schaue ich doch mal, ob ich das nachmachen kann. Dritte und letzte Seite. Ja. So. Vom Stand muss man jetzt links rum, also von dem Busch, links um den Busch rum, und da sehe ich, glaube ich, auch schon den ersten Haken durchschimmern. Also im Prinzip parallel zur Route, die links dann verläuft. Also wie gesagt, die Griffe sind an dem Fels wirklich super. Da gibt es immer wieder hier so Möglichkeiten, die Hände da tief reinzugreifen. Check. So, dritte Seillänge für mich. Da oben kann man Patrick sehen. Da geht's jetzt lang. Musik.
oftmals kannst du deine Hand wirklich so in den Fels reingraben. Unten an dem Fels, da waren wir eben noch. Jetzt sind wir hier oben. Huhu. Und jetzt geht es hier die letzten Metern auf einem schönen, breiten Pfad. Ja, doch. Im Gegensatz zu dem, was ich gerade hatte, ist es breit. So, hier hat man einen schönen Blick auf die Roßsteinnadel. Sieht schon süß aus. Ja, unser Kletterabenteuer ist für heute wieder vorbei. Der Roßstein war jetzt unser dritter Berg, den wir alpin erklettert haben. Das erste Mal jetzt auch mit einer 4 in der Schwierigkeit drin. Man sieht im Hintergrund noch die Wand mit den Wasserrillen oberhalb von den Tannen. Kann man unsere Route noch sehen, was wir da heute gemacht haben. Also ich muss schon sagen, es war heute definitiv von der Schwierigkeit und von der Kletterfertigkeit heute nochmal ein bisschen was anderes, wie vom Burgberger Hönle oder auch vom Taubenstein. Es war zwar alles auch so teilweise im Dreierbereich, aber es war tatsächlich echt, ich fand, da waren definitiv Unterschiede zu erkennen. Und was ich an der Stelle wirklich mal sagen muss, wir haben den Roßstein letztes Jahr schon einmal gemacht, kurz bevor wir angefangen haben, Videos für diesen Kanal zu drehen. Der Leonhardstein war ja unser erstes gedrehtes Video. Und davor haben wir den Roßstein gemacht und jetzt haben wir ein Jahr später haben wir den Roßstein nochmal gemacht, aber diesmal klettertechnisch. Und ich muss da sagen, ich bin da echt stolz auf uns, wie wir uns von letztem Jahr zu diesem Jahr gesteigert haben, dass wir jetzt schon solche Touren auch einfach klettern können und den Berg halt auch auf die Art und Weise besteigen können. Also das macht mich wirklich stolz, das hat mich heute wirklich sehr gefreut. Und wenn euch das auch, wenn ihr da auch so viel Spaß habt wie wir, dann abonniert unseren Kanal, liked unser Video. Wir werden weiterhin noch solche Touren posten und jetzt gehen wir wieder runter zum Parkplatz. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und danke.